Aufzeichnung läuft. Dann sage ich herzlich willkommen. Nee, das muss ich erstmal ablesen. Herzlich willkommen zum 14. Projo Fachwebinar, Thema Performance Review heute. Wird wahrscheinlich nicht ganz so lange dauern, weil es ein kompaktes Thema ist, nicht ganz so umfangreich. Und wir fangen erstmal an. Was ist Performance Review? Früher hat der Chef den Mitarbeiter beurteilt. Heute geht man ja eher dahin, dass Mitarbeiter auch untereinander sich beurteilen. Das nennt man dann so ein 360-Grad Performance Review. Und es gibt unglaublich viele Tools mittlerweile im Internet, die sich genau darauf konzentriert haben und die dann als Cloud-Lösung zum Beispiel 5 € pro Monat pro Mitarbeiter kosten. Und Projo hat sich entschieden, diese Funktionalität einzubinden. Und zwar nicht, weil wir es besser können. Diese anderen Tools können es definitiv besser. Die sind also wesentlich umfangreicher. Bei uns ist es relativ einfach. Aber es wird die Integration in der Einsatzplanung benötigt, damit man dann sagen kann, zeigt mir in der Einsatzplanung alle Mitarbeiter, die zum Beispiel gut im Hochbau sind und Erfahrung schon in Leistungsphase 1 und 2 haben. So, und um quasi diese Abfragen machen zu können, muss halt diese Beurteilung irgendwie im Projo stattfinden, von dem Mitarbeiter selber, aber auch von den anderen Kollegen oder Projektleiter. Und deswegen haben wir es halt im Projo integriert. So, und dann springe ich gleich ins System. Bildschirm freigeben. So, und zwar sind wir jetzt hier im Demo-Account von Projo. Und ich gehe hier auf Einstellungen Mitarbeiter. Und hier gibt es den Reiter Skillset Reviews. Es ist ein bisschen, ja, vielleicht noch nicht ganz so einheitlich benannt. Anfangs hatten wir das immer Skillset Review genannt, aber ich glaube, der bekanntere Name ist eigentlich Performance Review. Jetzt bleiben wir erstmal hier bei Skillset Review. Dort muss man das einmalig aktivieren. Ursprünglich war mal die Idee, dass man verschiedene Templates anlegen kann. Das ist aber noch nicht ganz so ausgereift. Aktuell gibt es also nur ein Template, also eine Art, die Mitarbeiter zu befragen. So, drückt man hier drauf. Und jetzt hat man verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Man kann, fangen wir links an, man kann die Skala beschreiben, die man definieren möchte, zum Beispiel von 1 bis 8. Kann man einen Text dann hier schreiben, den nach auch der Mitarbeiter sieht. Und damit er weiß, dass 1 das nicht gut ist und 8 das Gute zum Beispiel. Und hier ganz rechts schwenke ich ein bisschen. Dort gibt man dann die Skala, das Skalenende an. Also 1 bis 8. Es werden auch gerade Zahlen empfohlen, damit dann der Mitarbeiter sich klar positionieren muss. Geht es eher in die Richtung oder in die andere Richtung? Ne? Das ist so ein typischer statistischer oder Empfehlung von der Statistik, dass man möglichst gerade Skalen hat. So, hier in der Mitte findet man den Zeitplan. Und zwar fangen wir mal von unten an. Diese Performance Reviews werden typischerweise vor einem Mitarbeitergespräch durchgeführt. Und dann muss man von diesem Mitarbeitergespräch, wo der Termin ja schon festgelegt ist, da muss man dann rückrechnen, wie weit man vorher anfangen soll, dieses ganze Performance Review irgendwie vorzubereiten. So. Der letzte Schritt ist, der Mitarbeiter selber soll sich ja beurteilen, aber auch die anderen Kollegen oder Projektleiter sollen ihn beurteilen. Wenn alle, die ihn beurteilt haben, wie lange hat man dann noch Zeit bis zum Mitarbeitergespräch?
Ja, das ist hier quasi die letzte Einstellung, ein Tag. Dann Schritt 3, wie viel Zeit haben die Mitarbeiter selber, um diesen Performance Review oder Skillset Review auszufüllen? Es wären jetzt hier 14 Tage. Dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Dieses Performance Review wird durch Proyo automatisch erstellt, basierend halt auf diesen Zeiträumen. Und dann wird es nochmal 7 Tage vorher erstellt, damit dann die Personalabteilung nochmal klären kann, sind das wirklich die richtigen Personen? Und dann kann sie Personen auswechseln, andere Personen reinnehmen. Und solange es in diesem Schritt 2 ist, sieht also der Mitarbeiter es noch nicht, sondern das ist wirklich der Entwurf, wo eher geklärt wird, wer soll eigentlich jetzt den Review machen. Ja, diese Reihenfolge sehen wir nachher nochmal unter Mitarbeiter, und da ist es vielleicht ein bisschen einfacher zu sehen. So. Wenn man ein Skillset-Template anfangs anlegt, werden initial schon Fragegruppen und Fragen definiert. Zum Beispiel hier Typologie, Wohnungsbau, Handelsbauten, Bürobauten oder Leistungsphasen oder Sprachen oder Softwareprogramme. Und das kann man alles selber noch anpassen. Das heißt, man kann diese ganzen Fragen rausschmeißen und neue anlegen oder einfach welche hinzufügen. Ich füge jetzt mal hier unter Softwarekenntnisse füge ich hinzu, wie gut man eigentlich in Proyo ist. Und dann kann man auch sogar noch eine Beschreibung hinzufügen, zum Beispiel alle Fachwebinare gesehen. So, das fügen wir hinzu. Ist jetzt hier ganz unten. Ja, und das kann man jetzt alles hier in den Einstellungen vorbereiten. Und wenn es dann vorbereitet ist, dann sagt man, jetzt soll es live gehen. Und dann schaltet man es aktiv, indem man hier oben den Status von Entwurf auf Laufend setzt. Und ab jetzt kann man unter Mitarbeiter hier die Skillsets Reviews sehen. Ja, man braucht also ab jetzt nicht mehr in die Einstellung gehen. Ab jetzt läuft alles unter Mitarbeiter Skillset Reviews. Und hier sieht man auch nochmal diese Schritte, von denen ich eben, die ich eben schon erklärt habe. Sobald also das nächste Mitarbeitergespräch ansteht, und zwar kann ich einfach mal in einen Mitarbeiter reingehen. Ich nehme hier gleich den ersten unter Vertragsinfos. Hier ganz unten kann man hier das Datum des nächsten Mitarbeitergesprächs eintragen. So, und sobald das hier eingetragen ist und diese Zeitabstände, die ich eben gesagt habe, dann eingehalten sind, zum Beispiel 30 Tage vorher, dann wird durch Proyo automatisch ein Skillset-Review im Entwurf erstellt. Und dann hat die Personalabteilung 7 Tage Zeit, zu klären, passen eigentlich die Reviewer. Und das simuliere ich jetzt einfach mal, indem ich hier auf Neuer Skillset-Review drücke. Ich klicke hier drauf und sage, dass hier die Katja Fink, die soll beurteilt werden. So, und jetzt sucht sich Proyo automatisch heraus, wer die Katja Fink beurteilen soll. Erstmal soll sie sich selber beurteilen und zweitens soll sie beurteilt werden von der Romy. Wer das ist, basiert darauf auf den Einstellungen in Proyo, zum Beispiel ist das dann der Projektleiter, der bei dem sie in den letzten 4 Wochen auf den Projekten gebucht hat.
Oder es ist halt der direkte Vorgesetzte. Und hier kann man aber jetzt eingreifen. Man kann also noch weitere Beurteilende hinzunehmen, diese löschen. Und man hat dafür Zeit bis zum 2.10. Am 2.10. würden dann eigentlich diese Personen benachrichtigt werden. Datum der Benachrichtigung. Das kann man natürlich hier auch nochmal ändern, bis nach vorne schieben oder nach hinten. Und die hätten dann bis zum 16.10. Zeit, diese Beurteilung durchzuführen. Das simuliere ich jetzt auch mal, beziehungsweise jetzt muss ich leider noch eine andere Kleinigkeit machen, die in diesem Demo-Account nicht gut eingestellt ist. Ich gehe unter Einstellungen Mitarbeiter und zwar bei den Benachrichtigungen unter Ausnahmen. Hier kann man jetzt definieren, wie welcher Mitarbeiter welche Benachrichtigungen bekommt. Und eigentlich sollte standardmäßig es immer so sein, dass jeder Mitarbeiter die richtigen Benachrichtigungen bekommt. Und jetzt würde ich einfach mal, weil in unserem Demo-Account, das habe ich leider erst heute Morgen gesehen, das konnte ich dann jetzt noch nicht korrigieren, ist leider eingestellt, dass vom Skillset Review die Benachrichtigungen noch nicht automatisch hier ausgefüllt sind. Ich muss also jetzt die erstmal ausfüllen. Und wir werden das so ändern, dass es jetzt demnächst drin ist. Und so sollte es auch standardmäßig in euren Accounts drin sein. Das heißt, der Mitarbeiter würde dann automatisch die Benachrichtigung bekommen. So, jetzt springe ich wieder zurück unter Mitarbeiter Skillset Review und gehe in das Skillset Review rein und ändere jetzt einfach hier manuell mal den Status. So, das ist normalerweise ja nicht nötig, weil es automatisiert passiert. Ne, wenn einfach das Mitarbeitergespräch ansteht, dann wird quasi das generiert und dann an dem 2.10. wird es automatisch auf laufend gesetzt und damit diesen Mitarbeiter benachrichtigt. So, jetzt springe ich mal bei der Katja rein, also die sich erstmal selber beurteilen soll. So, und melde mich als die Katja an und sehe, dass sie eine Benachrichtigung bekommen hat. Bitte dein Skillset Review im persönlichen Bereich bis zum 16.10. ausfüllen. Und sie hat hier einen neuen Punkt im Menü bekommen, Skillset Review. Klicke ich drauf. So, und hier sieht sie wieder dieselben Informationen. Bis zum 16.10., 21 Tage hat sie noch Zeit. Sie muss sich selber beurteilen und das ist hier die Beschreibung, die am Anfang hinterlegt wurde. Von 1 bis 8 hat man also die Möglichkeit, sich jetzt selber zu beurteilen. Und ich klicke jetzt einfach mal hier ein paar bisschen durch. Kann man auch noch jeweils einen Text sagen, bauen im Bestand. Wäre ich eigentlich besser? So. Und so weiter. Und wo sie natürlich besonders gut ist, ist ja hier unten bei Pro. Da geben wir mal eine 6 an. So. In Summe ist der Durchschnitt aktuell 4,8. Bei ganz vielen hat sie ja jetzt nichts angegeben. Könnte sie jetzt noch einen Gesamtkommentar abgeben und dann es absenden. So, ich drücke jetzt mal absenden. Wenn abgesendet, kann sie es also nicht mehr bearbeiten, dann verschwindet er auch hier. Ja, ist also jetzt weg. Und jetzt gehe ich wieder raus aus der Katja und schaue es mir an, wie es hier beim Skillset Review aussieht. Man sieht, dass die Katja es quasi ja schon abgegeben hat und die Romy, bei ihr ist es noch auf laufend. Also schaue ich es mir jetzt auch bei der Romy nochmal an, wie es bei ihr aussieht. Springe da rein und auch sie hat eine Benachrichtigung bekommen. Bin also bei der Romy und sie sieht, dass jetzt eine Review über die Katja Fink ansteht. Da kann sie also jetzt auch etwas beurteilen. Und hier unten auch bei Poyo.
So, gehen wir nur eine 6, das senden wir ab. So. Und jetzt sind beide fertig und man sieht unter Mitarbeiter Skillset Reviews ist auch unten kein Review mehr offen. Das Review findet man jetzt hier unter Archiviert. Und Projo hat jetzt automatisch den Durchschnitt der Beurteilungen gebildet. Und diesen Durchschnitt findet man jetzt an verschiedenen Stellen, findet man beim Mitarbeiter selber. Hier gibt es also einen Reiter Skillset Review. Und hier sieht man, wie gut dieser Mitarbeiter quasi eingeschätzt wurde von den anderen, aber auch von einem selber. Es ist also ein anonymisierter Durchschnitt, wo keiner mehr sieht, wer das eigentlich eingetragen hat, um da so ein bisschen zu schützen, dass jemand sich irgendwie ungerecht beurteilt fühlt. So, weil diese Daten sollen ja verwendet werden für die Einsatzplanung. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass der Mitarbeiter irgendwie verbessert werden soll, also quasi geht es jetzt nicht nur um eine Beurteilung, sondern vor allen Dingen auch um die Einsetzbarkeit in der Einsatzplanung. Hier unten sehen wir nochmal Projo. So, unter Skillset Reviews Auswertung gibt es dann irgendwann eine sehr schicke Auswertung über alle Mitarbeiter, über alle Themen. Jetzt gibt es leider nur einen Mitarbeiter da drin, deswegen kann man diese Auswertung nicht gut fahren. Aber man kann dann hier auf ein Attribut klicken und noch auf ein zweites Attribut. Und dann sortiert Projo automatisch alle Mitarbeiter so, dass diese beiden Attribute am stärksten berücksichtigt werden. Ja, so kann man sich alle Mitarbeiter anzeigen, die am stärksten in Handelsbauten sind und gleichzeitig im Gesundheitswesen. So, das ist aber nur so eine allgemeine Auswertung und am interessantesten ist es eigentlich nachher in der Einsatzplanung Mitarbeiter, wo man hier alle seine Mitarbeiter aufgelistet hat und sieht, wie ausgelastet die sind. Und hier möchte man jetzt jemanden finden, der zum Beispiel gut im Projo ist und nächste Woche Zeit hat. So. Und da kann man also filtern, Skillset Review, und da fragen wir mal zum Beispiel nach einer Projo. Ups, hier. Und finden gleich nur die Katja Fink. Und falls wir die Anforderungen ein bisschen höher setzen, sagen, sie muss aber mindestens, also sie muss wirklich top sein, sie braucht 8 Punkte, dann findet man jetzt hier gar keinen. Ja, und so kann man, und so könnte man jetzt hier auch noch nach anderen Kriterien fragen und die kombinieren, wer also gut noch hier in Deutsch ist und gleichzeitig gut im Projo. Ja, das hatten wir nicht ausgefüllt, deswegen finden wir hier nichts. Ja, und so kann man dann seine Einsatzplanung machen. So, jetzt bin ich durchgerauscht. 20 Minuten. Das war's von meiner Seite. Gibt es Fragen? Thomas? Habe ich das richtig verstanden, dass man auch noch eigene Kategorien hinzufügen kann? Mich beschäftigt ja immer so das Thema zum Beispiel Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Führungsqualitäten und so weiter. Und das ist ja im Grunde genommen auch für uns alle immer sehr interessant zu erfahren, wie da auch die Leute übereinander empfinden und denken. Ja, genau sowas kann man hinzufügen. Aber das ist natürlich nicht nutzbar nachher für die Einsatzplanung. Und da muss man sich als Büro überlegen, will man das wirklich dann über Projo abbilden lassen oder nicht.
Weil es kann sein, dass, weil das ja so sensible Daten sind, dass man da sehr genau schauen muss, ob das, ob quasi der Prozess, der jetzt bei Proja existiert, genau der richtige ist. Ne? Wir können da nie diesen ganzen Umfang abbilden, den andere Tools anbieten, wo man ganz viele Einstellungsmöglichkeiten hat, sondern wir haben uns eher darauf konzentriert, etwas Einfaches zu haben, was dann nachher auch in der Einsatzplanung nutzbar ist. Das heißt, in der Einsatzplanung sieht man ja dann auch, ach nee, genau, wir haben, Entschuldigung, was ich vergessen habe zu sagen, ist, man kann tatsächlich bei diesen sensiblen Daten einstellen, dass die nicht in der Einsatzplanung nutzbar sind. Oder Susanne? Ja, genau. Also wir haben das gerade so umgestellt und haben gerade diesen Bereich, also Soft Skills aufgenommen, genau mit den Kategorien, Thomas, die du genannt hast. Und das wird nicht in der Einsatzplanung gezeigt, sondern ist sozusagen ein persönlicher Bereich. Also bei uns läuft es gerade und ich finde das sehr wertvoll. Also wir haben dann das Skillset Review im Prinzip unterteilt, ne? Da gibt es diese kleinen Kästchen und da kann man eben ankreuzen, soll das in die Einsatzplanung einfließen oder nicht. Und wir haben nur die Fachkompetenz und Softwarekompetenz sozusagen fließt in das in die Einsatzplanung ein bei uns. Genau. Und das ist sehr spannend und nur so als Feedback, also bisher wird es von den Mitarbeitern als sehr positiv wahrgenommen, dass man das aufnimmt. Also auch gerade diese Soft-Skill-Bewertung. Genau, vielen Dank, Sehr Benedikt, schön, dass wir das herzlichen Dank. anpassen konnten. Super. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Für die Geschäftsführung sind da zurzeit nur zwei Ebenen, Mitarbeiter und Projektleiter. Gibt es da auch eine Zusammenfassung, so nach dem Motto, dass die Geschäftsführung ihre Projektleiter und den Status auch überwachen können? So nach dem Motto, was ist offen, was steht den nächsten Tage an? So für die erste Ebene, sag ich mal. Also grob gibt es das. Also es gibt diese eine Liste, die ich eben gezeigt hatte, wo die offenen Performance Reviews, da gibt es eine Liste, wo gezeigt wird, welche Performance Reviews stehen jetzt an und sind gerade in Bearbeitung und das ja. Aber was noch fehlt, was wir aber mal angedacht hatten, war tatsächlich so ein Dashboard, wo man auch eine Entwicklung sieht. Ne, wo man sieht, wie irgendwie Mitarbeiter über die Jahre sich entwickelt haben oder wie viel Prozent der Mitarbeiter jetzt überhaupt schon beurteilt worden sind. Also da fehlen noch so ein bisschen ein paar Tools. Aber wenn es einfach nur um eine Liste geht, welche Performance-Reviews stehen jetzt gerade an und welche sind in Bearbeitung, diese Liste, die gibt es. Okay, jetzt vielleicht nur speziell, wenn man jetzt mit Projo startet, wie geht man da dann an oder sinnvoll darauf vor, dass man jetzt nicht alle, ich sag mal jeden Monat jetzt alle 50 Mitarbeiter, die wir haben, dass man die alten Daten oder dass man sich das dann so plant oder wie würde man Also ihr habt ja eh noch nicht mit Projo gestartet. Ihr startet ja jetzt, hoffentlich. ja. Dann solltet ihr erstmal das Thema so ein paar Monate irgendwie mal nach hinten schieben, damit ihr erstmal grundsätzlich reinkommt. Es gibt ja auch wichtigere Prozesse bei euch, die ihr nach und nach integrieren müsst. Und dann müsst ihr euch überlegen, welchen Turnus ihr haben wollt. Wollt ihr irgendwie so einen jährlichen Turnus haben, dann werden alle Mitarbeiter auf einmal beurteilt. Das ist im Projo möglich. Oder ihr koppelt das an die Mitarbeitergespräche. Und die sind ja dann typischerweise über das ganze Jahr verteilt. Und dann würden die halt einfach automatisch dann benachrichtigt werden. Ja, und dann so eine Übersicht zu haben, auch für die Projektleiter. Ich habe dann so und so viele Mitarbeitergespräche
um das dann so zu steuern. Aber deswegen so eine Übersicht, die natürlich dann für alle Beteiligten sinnvoll wäre, auch für Gehaltsverhandlungen und was alles so ansteht. Okay. Aber so grundsätzlich ist es schon, beziehungsweise auch schon angedacht, dass es erstellt wird. Ja, ja. Gut. Susanne. Ich hätte noch eine Frage. Wir haben das ja sozusagen ganz individuell eingestellt, wer wen bewertet, und haben das bisher erstmal, also nicht so ein 360-Grad-Feedback eingeführt, sondern in einem ersten Step erstmal nur die Beurteilung vom Vorgesetzten, also im Prinzip vom Projektleiter und der Geschäftsführung für den einzelnen Mitarbeiter. Und wenn man jetzt die Skillset Reviews anlegt und die Beurteilenden, also die Person beurteilen sollen, hinzufügt, muss man das ja einzeln machen, ne? Also man wählt dann immer aus, Person A soll beurteilt werden von A, B, C, D, E. Und was dann passiert, man fügt das immer hinzu und dann springt Projo zurück, nicht auf den Mitarbeiter. Also wenn ich jemanden zugefügt habe, dann landet man wieder in der allgemeinen Ansicht und fliegt aus dem Mitarbeiter raus. Und mir ist nur aufgefallen, vielleicht ist das technisch ganz leicht lösbar, wenn man eben, also ich saß so einen ganzen Tag und habe das sozusagen für alle Mitarbeiter angelegt, und das dauert dann sehr, sehr lang, und ich wollte fragen, ob ihr eine Idee habt, wie man das vielleicht ein bisschen vereinfachen kann, dass das leichter handhabbar ist. Hast du verstanden, was ich meine, worauf ich hinaus will? Ansonsten können wir das auch nochmal gesondert machen. Ja, machen wir nochmal gesondert, aber kriegen wir ja. Ja, okay, super. Ja, super, danke. Ich schreibe es mir auf. Ja. Sonst noch irgendwelche Fragen? No. Können wir uns hier über das Wetter unterhalten? Ich wollte nur einen Kommentar noch sagen, weil es ist sehr interessant, wurde auch erwähnt, dass ein durchschnittlich gebaut wird, ne, über die ganze Firma. Und dann kann man die Firma tatsächlich sehen, also wo die Stärke überhaupt liegen. Und dann später, wenn wir diese Historisierung bauen, dann könnte man sehen, wie diese Stärke mit der Zeit sich ändert. Ich fand es sehr interessant. Ja, wenn du einen Durchschnitt hast von 2,1 in der ganzen Firma, dann kannst du den Laden zumachen, dann weißt du Bescheid. Hängt vom Thema ab wahrscheinlich. Aber zum Beispiel könnte es sein, dass die Leistungsphase, ne, dann erkannt werden, also welche, wo die Leute tatsächlich besser sind, und vielleicht passt das nicht unbedingt mit den Verträgen, die man abschließt. Ne. Ja, gut. Nächste Woche geht es um Eingangsrechnungen und den Reisekostenprozess. Sollten wir das trennen, oder ich dachte, Reisekosten ist einfach, ist zu wenig, als dass man das alleine macht. Und deswegen hatte ich dann die Eingangsrechnung noch hinzugedacht. Wollen wir es trennen oder soll es gemeinsam gemacht werden? Ich würde sagen, lieber trennen, damit es wenigstens zwei Videos, videomäßig sollten wir das trennen. Ja. Wir können eine Session machen mit den zwei Themen und dann cutten. Ja. Das ist auch eine gute Überlegung. Ja. Alles klar. Gut. Dann sage ich vielen Dank und ein schönes Wochenende. Vielen Dank an euch. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Danke. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.